Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch zwischen zwei Ärzten, die sich in einem örtlichen Krankenhaus unterhalten. Sie sind also die Kollegin aus Usedom. Mein Name ist Müller. Angenehm. Ich bin Joanna Roberts. Arbeiten Sie auch für die fliegenden Ärzte? Nein, ich bin als Anästhesist hier im Krankenhaus tätig. Sie arbeiten wohl noch nicht lange hier? Ehrlich gesagt, seit 2 Wochen. Und ich bin für das fliegende Personal hier auf Sylt stationiert. Ich kenne mich eigentlich noch gar nicht so gut aus. Ich habe in Hamburg mein Medizinstudium abgeschlossen und später in Usedom gearbeitet. Ich war zuerst sehr skeptisch gegenüber der neuen Stelle. Aber nachdem ich hier die tolle Landschaft Sylts gesehen habe, bereue ich es keine einzige Minute mehr. Und nicht nur die Natur ist toll, es leben auch tolle Menschen hier. Ja, das habe ich schon bemerkt. Die Menschen sind so nett, immer sehr freundlich und sie lächeln auch alle. Meine Nachbarn waren sehr hilfsbereit bei meinen Umzugsarbeiten und das habe ich an ihnen sehr geschätzt. Fliegen Sie oder sind Sie Ärztin? Das hatte ich eben nicht verstanden. Nein, ich fliege nicht. Ich bin Ärztin und bin für die verschiedenen Kleininseln um Sylt herum zuständig. Natürlich habe ich auch eine Fluglizenz, aber ich überlasse das Fliegen lieber dem netten Flugpersonal. Wie entstand eigentlich dieser Flugdienst? Das war mir nie so klar. 1928 gründete John Flynn den Royal Flying Doctor Service in Australien. Das war die einzige Möglichkeit, um die 2 einzigen Ärzte in einem Gebiet von 2 Millionen Quadratkilometern Wüste auszusenden. Das ging nur mit Hilfe von Flugzeugen. Innerhalb kürzester Zeit waren die Ärzte zur Stelle. Später gründeten deutsche Ärzte für die Nordseeinseln ein ähnliches Projekt. Und hier in Deutschland, wie ist das hier? Da wir hier im Norden viele bewohnte Inseln haben, die aber auf einer sehr großen Fläche verstreut sind, bietet unser Dienst in vielen Fällen auch per Telefon oder Funkgerät ärztliche Betreuung. In akuten Situationen greifen wir mit den Wasserflugzeugen oder Helikoptern ein. Mit wem kooperieren Sie hier eigentlich? Die Flying Doctors kooperieren hier mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Bundeswehr. Arbeiten Sie rund um die Uhr? Der Dienst arbeitet rund um die Uhr und leistet Hilfe sowohl im Notfall als auch in der allgemeinen Gesundheitspflege. Aber unser Team teilt sich die Arbeit auf. Ich arbeite nur 8 Stunden am Tag und an 2 Tagen habe ich frei. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, an den 2 Ruhetagen an nichts zu denken. Sonst ist man überlastet. Wenn man nicht die Ruhe findet, die man braucht, wirkt sich das unter der Woche auf die Arbeit aus. Ich jogge gern und wandere hier in den Dünen. Wenn ich aber mal faulenzen will, dann lese ich ein Buch oder sehe mir eine DVD an. Aha, was fasziniert Sie eigentlich so sehr an dem Beruf? Ich glaube, es hat von allem etwas. Es ist die Faszination, dem Menschen zu helfen. Das macht mir am meisten Spaß. Die Teamarbeit, das Gemeinwohl der Crew, aber auch die Natur und das Fliegen sind natürlich wichtig.